Massive Lieferprobleme gibt es derzeit bereits in Großbritannien und Schuld daran sei der Brexit, sagen Experten. Tausende EU-Lastwagenfahrer hätten das Land seither verlassen und in Großbritannien finden sich kaum Ersatzkräfte. Die Folge sind leere Regale in Supermärkten. So kann es einem gerade ergehen. Ernüchterung beim Einkauf, Ware nicht zu haben und das nicht nur im Supermarkt. Eine Restaurantkette spezialisiert auf Huhngerichte lässt einige Filialen gleich ganz zu. Sie bekommt kein Fleisch geliefert. Andere Fastfood-Läden in Großbritannien sagen sorry beim Burger oder Milchshake. Es kommt nichts an, weil sie vielerorts stillstehen. Es fehlen über 90.000 Fahrer, um die Waren auf der Insel zu transportieren und zu liefern. Das ist ein noch nie dagewesener Mangel. Durch Corona kommt weniger Nachwuchs. Vor allem aber haben wir nach dem Brexit viele ausländische Fahrer verloren. Allein ein Viertel der Fahrer aus Europa ist zurück in die Heimat gegangen. Nach dem Brexit ist auch die Arbeitserlaubnis ein Problem. Wir brauchen dringend Sondervisa, damit die Fahrer zurückkommen. Die britische Regierung aber möchte keine Sondervisa. Sie will, dass Briten die Jobs übernehmen. Nun sind die Regale aber nicht nur wegen fehlender Fahrer leer. Es fehlt auch massiv an ausländischen Arbeitern, die vorher die Waren pflücken und ernten. Wir hätten ja große Lust, Leute aus der Umgebung anzustellen. Es gäbe auch Karrierechancen, aber es kommt einfach niemand, der den Job haben will. Immerhin fehlt es nicht an kreativen Ideen. Die Fleischindustrie fordert jetzt sogar schon, Gefängnisinsassen einsetzen zu dürfen. Brexit hieße dann auch mehr Freigang für Häftlinge.